nur noch wenige Wochen, dann könnten die beiden diese Stadt glücklich machen. Joachim Eilers und Max Niederlag, Deutschlands Medaillenhoffnungen aus Chemnitz für Rio. Wir treffen die Spezialisten beim Training auf der altehrwürdigen Radrennbahn im Sportforum. Hier bröckelt der Putz. Joe und Max stört es nicht. Harte Jungs eben, die topfit ins Olympiajahr gestartet sind. Hier in London bei den Weltmeisterschaften Anfang März. Joe Eilers wird Doppelweltmeister im 1000 Meter Zeitfahren und im Keirin. Bronze gibt es für Eilers im Teamsprint mit Max Niederlag und dem Erfurter René Enders. Joe Eilers, 26, seine WM-Bilanz ein mittelschweres Wunder. Trainer Ralf Müller erinnert sich noch an das Rennen und den Sturz in Cottbus im letzten Juni. Der Sportler war zu langsam, ist weggerutscht und Joachim lenkt nach unten instinktiv, macht man so. Und im Prinzip hatten beide dann die ähnliche Geschwindigkeit, der vor ihm gestürzte Sportler gerutscht und er mit dem Rad. Und ist dann über diesen Sportler gefahren, hat sich überschlagen und ist dann in die Auslaufzone gerutscht und dort gegen einen Betonklotz mit der Schulter gestoßen und hat sich dadurch das Schultergelenk angebrochen, was dann in der Operation mit 3 Nägeln oder 3 Schrauben dann fixiert wurde. Ja, ich habe noch ein paar Hinterlassenschaften bekommen vom Arzt hier, die Namen, wo irgendwie die Schrauben durchgegangen sind. Letztendlich brauche ich nur die Beine, um schnell zu fahren. Und Joe, der kölsche Jung, der mit 15 vom Rhein nach Sachsen gewechselt ist. Wegen der Trainer und wegen des sportlichen Umfelds. Ich habe damals meinen jetzigen Trainer kennengelernt und dementsprechend auch die Umstände mir mal vor Ort angeschaut und ich war halt schon fasziniert vom Internat. Ich habe anfangs die Sachsen kaum bis gar nicht verstanden. War ein Riesenproblem. Ich stand dann manchmal eine Stunde später beim Training, weil wegen Viertel nach, sagt man ja nur. Da habe ich mich öfters mal mit der Uhrzeit vertan, aber mittlerweile ist das gebongt. Max Niederlag, der zweite Chemnitzer mit Hunger auf olympischen Erfolg. Der Heidenauer, einer mit Ecken und Kanten. 2014 flog er wegen Disziplinlosigkeit aus dem Bundeskader. Kurz vor Olympia ist er wieder da. Eigentlich haben die wenigsten damit gerechnet, dass er so in der Form zurückkommt. Und jetzt hat er sich auf ein Level bewegt oder hingearbeitet, wo man sagen muss, jetzt steht er kurz vor Olympia. Und jetzt sollte er eigentlich begriffen haben, was notwendig ist und wir müssen da eigentlich nur noch ganz wenig eingreifen. Max hat die Kurve gekriegt. Bärenstarke Auftritte bei Weltcuprennen katapultierten ihn auf Rang 1 unter den deutschen Sprintern. Ich hätte auch nicht ganz gedacht, dass ich mich da jetzt so gut behaupten kann bei den Weltcups. Aber es herrscht auf jeden Fall eine riesen Vorfreude, weil es ist halt das größte sportliche Ereignis auf der Welt und das jetzt in dem Alter schon so mitzumachen, das ist schon was Schönes. Joe und Max sollen in Rio nach Gold schürfen. Der eine im Keirin, der andere im Sprint. Auch als Team zusammen mit dem Erfurter René Enders kann der große Wurf gelingen. WM-Bronze in London war eigentlich zu wenig für das Trio, in dem alle Rädchen perfekt ineinander greifen müssen. In so einem Sportteam muss man nicht die besten Freunde sein. Das ist ganz normal, denke ich. Man muss jetzt nicht mit jedem kuscheln und knutschen, das ist normal. Aber man sollte im Training und auch außerhalb des Trainings sich auf jeden Fall gut verstehen auf einer Wellenlänge sein, sonst würde das Ganze nicht funktionieren und das ist bei uns der Fall. Beide Chemnitzer wissen, was die Stunde geschlagen hat. Vor allem Joe Eilers mit seinen 26 Jahren strebt in Rio auf den Gipfel seiner Laufbahn. Es ist 2016 mein bestes Jahr mit 26 Jahren, also es könnte das perfekte Alter sein und 4 Jahre später wird es vielleicht wieder kritisch, weil dann wieder genügend Nachwuchs ansteht. Die Erwartungen sind enorm, denn WM-Titel und Medaillen sind schön und gut, aber Olympia ist und bleibt das Größte. Wenn wir in Rio nichts Dementsprechendes leisten, wie wir es in London geleistet haben mit den Jungs, ist das dann alles Makulatur, so brutal wie es ist, das ist Leistungssport. Aber wir wollen Olympia dort mindestens eine Medaille mit den Jungs holen und wenn möglich im Teamsprint und auch noch eine Einzelmedaille. Dafür gehen Joe und Max ab sofort an die Grenzen ihrer Leistungs- und Leidensfähigkeit.